Was die Globalisierung bringt. Die Globalisierung bringt vieles, aber auch Herausforderungen. Ich denke, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass heutzutage nicht mehr Kapital das ist, was am schnellsten reist, sondern Wissen, also das Talent. Und die Internationalisierung der Fachkräfte, die ist in vollem Gange, aber das ist keine Einbahnstraße. Man muss verstehen, wie das funktioniert. Auf der einen Seite kommen Fachkräfte zu uns, auf der anderen Seite sind aber auch die digitalen Nomaden heute so flexibel, dass viele in den Süden ziehen, wo es schöner ist und von da aus arbeiten, sodass man also nicht mehr mit einer Einbahnstraße zu tun hat, sondern tatsächlich mit einem Loop. Damit muss man natürlich als Arbeitgeber umgehen. Auf der einen Seite muss ich mangels der Fach- und Führungskräfte, ich kann den Ausdruck schon fast nicht mehr hören, aber ich muss angesichts dieses Mangels verstärkt im Ausland rekrutieren. Es sind einfach nicht genug Mitarbeiter in Deutschland da für verschiedene Aufgaben. Auf der anderen Seite muss ich die, die da sind, auch halten, denn die werden immer mobiler. Ja, wir wissen heute, dass wir in rund 10 Jahren mehr Freelancer haben, also mehr Selbstständige als Angestellte. Und Freiberufler können sich ihre Kunden selbst raussuchen. Sie nehmen nicht jeden Auftrag an. Und da muss man sich als heutiger Arbeitnehmer und zukünftiger Auftraggeber einiges einfallen lassen. Ja, das zweite Thema ist sicher das Verständnis für die sich ändernden Konsumgewohnheiten. Da gibt es einmal den Trend des Direct Trade, der beschreibt einfach das Bestreben der Konsumenten, direkt beim Erzeuger, beim Produzenten einzukaufen. Einerseits, um mehr transparent zu haben, weil der ethische Einkauf, das Fairtrade immer wichtiger ist und man den ganzen Zwischenhändlern einfach keine große Glaubwürdigkeit schenkt. Aber auch auf der anderen Seite das Verständnis um die Lieferketten und die Infragestellung des Mehrwerts dieser Lieferketten, sodass man versucht, die Zwischenhändler auszuschalten, wo das geht. Gutes Beispiel ist ja die Automobilbranche. Automobilhändler wissen jetzt schon, dass sie eine aussterbende Art sind. Fast alle Automobilhersteller haben die Verträge mit den Autohändlern gekündigt, die laufen aus. Die Autos werden entweder direkt in Zentren verkauft, die von den Autoherstellern besessen werden und betrieben werden, oder gleich online. Da stelle ich mir allerdings noch die Frage, ein Auto online zu kaufen, ohne es Probe zu fahren, ohne es Probe zu sitzen, inwieweit das akzeptiert werden wird, ist aber ein anderes Thema. Ja, Globalisierung heißt natürlich auch, all die Problematiken mit der Supply Chain neu zu überdenken. Wir hatten einen Trend, alles im Ausland zu kaufen, wo es billig hergestellt wurde, und haben dadurch uns sehr abhängig gemacht. Heute muss man sich fast schon überlegen, ob man nicht lieber etwas mehr ausgibt und lokal sourced, um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten und auch um einfach den heimischen Handel und den regionalen Handel, den nationalen Handel und Erzeuger zu unterstützen. Das bedeutet natürlich für Unternehmen einen enormen Umbau. Man muss möglicherweise ganz neue Bezugsquellen aufbauen und pflegen. Man muss sein Geschäftsmodell möglicherweise ändern, um den veränderten Konsumentenströmungen Rechnung zu tragen. Und das ist ja nicht etwas, was über Nacht passiert. Da hängt ja sehr viel dran. Ja, die Globalisierung hat auch zu einem Trend geführt, den man am besten mit Social Business umschreibt.
Die Themen Achtsamkeit, Rücksicht, Nachhaltigkeit sind heute ein Megatrend. Und wer es versteht, sein Geschäft daraufhin auszurichten und das auch glaubwürdig zu transportieren, der zählt zu den ganz großen Gewinnern. Denn diese drei Punkte, Nachhaltigkeit, Rücksichtnahme, Achtsamkeit, Fairtrade, das sind wirklich die Themen, auf die heute Verbraucher anspringen. Nicht nur neue Konsumgewohnheiten wie vegan oder vegetarisch oder lokal gesourced, sondern auch im weiteren Sinne eine Re-Ethnifizierung des Geschäftsgebarens wird heute von Unternehmen erwartet, wird gefordert und wird teilweise auch schon abgestraft bei denen, die das nicht praktizieren. Man denke zum Beispiel an das Abstrafen von großen Mineralölkonzernen nach Umweltkatastrophen durch Ölverschmutzung. Da wurden die Tankstellen boykottiert. Es wurden auch schon gewisse Lebensmittelmarken oder Getränkemarken boykottiert. Und heute haben sich die Machtverhältnisse schon egalisiert. Da liegt eine ganze Menge Macht beim Verbraucher. Aber nicht nur negativ, sondern auch positiv. Vielleicht erinnern Sie sich, in Österreich war die Marke Schwedenbomben bedroht wirtschaftlich. Die stand also kurz vor dem Aus. Schwedenbomben sind, was man heute politisch korrekt was Schaumküsse nennt, war bei uns ein Bohrenkopf. Ja. Daraufhin haben Verbraucher sogar dafür gesorgt, dass die Marke bei IKEA und bei anderen Handelsketten eingelistet wurde. Man spricht oft von einem Shitstorm, wenn irgendwas schief läuft. In dem Fall war es ein Lovestorm, der dazu geführt hat, dass durch die Konsumentennachfrage die Marke gerettet werden konnte. So viel Macht hat heute der Verbraucher. Ja, das müssen sich Unternehmen mal vergegenwärtigen. Und nur wer den engen Schulterschluss mit dem Verbraucher schafft und gnadenlos kundenorientiert ist, der wird zu den Gewinnern zählen. Eben. Und darum müssen Unternehmen jetzt handeln und am besten proaktiv und nicht nachher den anderen hinterherlaufen und in der Defensive sein. Defensive ist immer blöd. Ja, den großen Vorteil hat immer der sogenannte First Mover, ja, der Erste. Ja, das ist ein typisches Thema für Interim Manager, weil es ein klassisches Projekt ist und sehr spezielles Know-how erfordert. Mein Name ist Uwe Rembauer. Ich bin Interim Executive für Restrukturierung und Transformation und Vertriebswesen. Und Sie bleiben bitte so richtig gut.